mein Geld? Es gibt keins. Dann werden wir dir jetzt einfach mal die Hand abhacken. Zack. Willst du mir vielleicht was vorschlagen? Ein Deal? Eine letzte Zigarette? Ich rauch gar nicht. Mach mal schnell Taschenbillard. Hey, danke, ich hab heute schon. Okay, dann werden wir das jetzt mal Hand haben. Bimmel, Bimmel, Bitch! Hallo, ist da jemand zu Hause? Hallo? Mann! Oder so ein schwules Karnickel? Gay Karnickel? Hallo? Wer sind die Zweifelsbolde? Meine Brüder. Wir sind hier für unseren Bruder. Ein Bimbo und ein Kanacke? Das ist eine lange Geschichte. Beim Testamentverwalter ihrer verstorbenen Mutter erfahren Julian, Yasin und Adi, dass die 30 bis dahin völlig fremden Männer Brüder sind. Die Nachricht schlägt ein wie eine Bombe. Hey, Amateure. Ich hab nicht mal Brüder. Und schon gar nicht so welche. Hey, was soll das heißen, so welche? Hey, wisst ihr doch. Nee. Guck mal, er. Du. Ja, ich verstehe schon, was ihr meint. Was? What? Entschuldigung, da gäbe es noch mehr. Was wollt ihr mir eigentlich reinhaken? Vielleicht sollten Sie mal an Ihrem Appeal arbeiten. Was soll denn das heißen? Ja, Sie müssen doch im Besonderen auf Ihren Look achten. Das heißt, ich muss aufpassen, was ich anziehe, weil ich schwarz bin. Ja, wie dicke Frauen, wenn sie, wenn sie Leggings tragen. Das sind nur meine Halbbrüder, ich kenne die gar nicht. Die kommen auf einmal in mein Leben und ich soll jetzt Bruder mit denen sein. Das geht mir irgendwie ein Stück zu weit und ich habe gar keinen Bock drauf. Aber ich muss mich darauf einlassen, mit denen durch Deutschland zu reisen. Fliege empor, ich weiß, was du hast. Du brauchst den Doktor nicht fragen, zieh den Stock aus dem Arsch. Excalibur. Was machst du denn da? Das ist mein Adimat. Genial, ne? Ich kann schon nach Käsefuß sein, Asimat. Ja, sorry, ich muss das so machen, sonst schläft mir das Bein ein. Ein deutscher Familienvater mit Hang zum Trickbetrug, ein verwöhnter, strebsamer Türke und ein rappender Afrikaner. Die drei Geschwister können sich auf Anhieb nicht leiden und allen wäre es lieb, wenn sich ihre Wege schon bald wieder trennen würden. Es ist ein Türke, es ist ein Deutscher und ein Afrikaner. Ja, wir wissen noch nicht genau definiert, woher er kommt. Und am Schluss geht es eben nicht mehr darum, also die spielen Brüder und am Schluss geht es nicht mehr darum, woher die kommen, sondern es geht einfach nur um die Menschen, die zusammenfinden und zu einer Familie wachsen. Jetzt? Deko. Alter, was wir gerade noch haben, geht in die Luft. Doch da ist das gut versteckte Erbe ihrer Mutter, an das sie nur kommen, wenn sie an einem Strang ziehen. Und jeder von ihnen hat einen driftigen Grund, der ihm das Geld besonders verlockend macht, sodass sie sich bald schon widerwillig zusammentun. Das ist der Auftakt zu einem ungewöhnlichen Roadtrip. Weil es ist einfach so, es gibt kein Schamgefühl. Egal woher du kommst, egal was für ein Geek du bist, egal was für ein beschissener Rapper. Das Leben ist irgendwie schön. Geiler Style. Was ist denn daran geiler Style? Naja, die Aussage, the message. Hip-Hop, Fick-Pop, ist doch klar.